So, da sind wir und weiter geht es mit 7 Days to Die. Yes. Wir haben ja jetzt ein bisschen Fleisch entdeckt. Und wir haben Speck mit Eier gemacht. Oh, ich dachte, da liegt jetzt einer. Sehr gut, haben wir das alles hier genommen. Hier gibt es nichts in den Kisten, ne? So. Sollen wir kurz nach Hause gehen, das alles ablegen und dann Richtung Spot, ne? Diese Quest zu machen. Das würde ich jetzt eher machen. Genau, geh mal erstmal hier hoch. Braucht er immer ohne Ende Ausdauer, ne? Guck mal. Alter, für meine Supertreppen. Da gerade noch so hoch. So, hier war ja so eine Rümpelkiste, ne, oder? Plastik die. Da war Medizin. Und das waren die zwei leeren hier, ne? Okay, da machen wir jetzt alles mal rein. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Sehr gut. Zack, zack. Ne, das wollte ich nicht. Das nicht, das nicht. Das kann jetzt erstmal hier alles hier bleiben. Das sortieren wir das nächste Mal. Die Waffe kann auch noch hier bleiben. Munition müssen wir finden. Ja, da haben wir die selber gemacht und dann finden wir so eine, ne? Ist schon ein bisschen ärgerlich. So, Speck mit Eiern. Auf jeden Fall. Dann ziehen wir jetzt mal los. In diese Richtung dann, ne? 500 Meter. Was sehe ich denn da? Da ist ja wieder dieses heiß begehrte Goldrutenpflanze. Daraus machen wir den heiß begehrten Tee, wollte ich sagen, genau. Den machen wir demnächst, ne? So, das ist jetzt hier alles neu. Such mal gerne in den Tonnen. Es hat sich voll gelohnt, da direkt. Und Lehm auch noch dazu. Sehr gut. Müll, was gibt's hier? Diese Rohre und ein bisschen Kohle. Es lohnt sich immer alles, echt. Anders, ne? Das ist ja schon Platz, ne? Da gehen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal rein. Früher oder später, würde ich mal sagen. So, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. 300 Meter. Ist das das große Gebäude hier? Das ist bestimmt dahinter, ne? Das sieht alles gut aus, echt. Gibt's hier auch was drin? Nochmal so ein Rohr. Ich gehe mal hier hinten. Dun, 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 dun. Das Gebäude ist das? Ist das ein Krankenhaus oder ist das wieder dahinter? Das ist nochmal dahinter, ne? Ja, komm, wenn du schon mal hier bist. Dann machen wir dich auch mal. Was? Hat uns getroffen ein wenig. So ein fettes Krankenhaus, ne? Da gibt es Medizin ohne Ende drin. Scheinen auch irgendwie Knochen geben die und Nitrat. Aha. Knochen und Nitrat. Gut zu wissen. Sehr gut. Lecker Teechen. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Das ist nicht unsere Quest.
Das machen wir demnächst mal. Wir müssen 200 Meter noch in die Richtung. Was ist denn alles so abgesperrt hier? Ich mal hier entlang. Hier ist auch alles abgeriegelt, ne? Tiefgarage. Ist jetzt wieder nebelig. Warum? Bin ich schon da hoch? Ah, Stufe 2, so ein Messer, Stufe 2. Das haben wir selber gemacht eben, aber egal. Stufe 2 ist natürlich noch geiler. Den Rest nehmen wir auch alles mit. Da hinten so ein Gebäude, ne? Sehr gut, nehmen wir mit alles. Federn und Eier. Verkraftet ja so viel. Was ist denn für einer? Bleib ruhig da oben. Ich wollte eigentlich hier ins Haus. Irgendwo. Noch so eine Farm hier, ne? Das ist genau wie die unsere. Ins Gebäude rein, ne? Okay, wir machen dieses Haus jetzt. Okay, das lassen wir uns erstmal da oder sollen wir das mal mitnehmen hier? Dafür haben wir doch die Schaufel, ne? Es gibt Pflastersteine. Das werden wir bestimmt brauchen, irgendwann mal, früher oder später. Kommt drauf an, wie wir die Base dann ausbauen. Nehmen wir alles mit hier. Das ist verschlossen. Hier geht's hoch, ne? Knüppel. Schon einer gleich bestimmt. Ich das so mache. Oh, cool. Schleichschadenbonus. So, wenn die so schlafen und man killt die, dann macht man die direkt platt, ne? So, bisschen Licht hier. Das können wir ja auch alles abmachen. Ja, ist ja gut. Irgendwo unten ist das Ding, was wir brauchen, ne? Da war doch so ein ähnliches Haus, wo wir auch schon mal waren, ne? Aha.
steht schon einer und da kommt schon einer runter. Wo kommst du denn jetzt her? Sind sie alle wach, ne? Nein, geh weg. Nein, da ist noch einer. Einer. Da kriegst du einen mit dem Knüppel und dann ist Ruhe. So, kann ich jetzt hier in Ruhe looten? Schon ist mit. Alter Herz. Sehr gut. Ich habe jetzt ein größeres Inventar und kann jetzt alles mitnehmen. Was war da? Da war noch was. Zack, zack, alter Herz. Okay. Gibt's noch was zu essen? Und ein Stück Knochen. Gibt es auch noch? Ja, da waren wir schon mal in so einem Gebäude, ne? Das ist jetzt das Doppelte. Genau, da lag doch einer oder eine. Was? Alle bitte nacheinander, ne? Nicht alle zusammen. Nicht alle zusammen. Alle nacheinander, bitte. Das nehme ich gerne mit. Das ist natürlich hier um die Ecke versteckt, ne? Was gibt es? Aha, okay. Einfach nur die Kiste ohne zusätzliche Belohnung. Blut. Das haben wir noch gar nicht richtig gesehen. Irgendeiner kloppt da wieder was. Bisschen mit hier. Das werden wir alles noch gebrauchen. Wer ist denn da jetzt oben einer? Die sind da oben Randale am machen, ne? So, kann man hier jetzt irgendwie raus? Da war doch irgendwo der Ausgang. Ich muss da so eine Kiste bauen, ne? Warte. Zack. So. Die Kiste nehme ich aber mit. Wollen ja nichts verschwenden. Dahinter ist jetzt einer, ne? Hallo? Guten Tag. Kann man das hier auch abmachen? Spitzhacke. Es gibt Kohle. Ja? Nicht genug Ausdauer. Kann ich das damit mehr?
Holz und Kohle. Okay. Und noch einen Rucksack gefunden. Hoch. Sehr gut. Das nehmen wir mit Munition. Wieder für die Schrotflinte, ne? Wir müssen für die Pistole was finden. Boah, voller Helm. Guck dir das mal an. Die können wir so. Verbandskasten, ne? Das ist auch immer ganz gut. Sehr gut. Aber auch direkt an seiner Position. So, genau. Wie haben wir das dann gemacht? Letztes Mal sind wir durch das Fenster, ne? Jetzt geht das schneller. Okay, ein bisschen Ausdauer. Ja, anders geht's ja nicht raus, ne? Oder wir gehen wieder unten durch. Aber egal, jetzt machen wir das nochmal. Bisschen Ausdauer. Also bricht er sich wieder das Bein, ne? Wie habe ich das gemacht das letzte Mal? Und da, da. Ist doch gut. Zack. So, dann haben wir das jetzt, ne? Zurück zum Händler. So, hier nehme ich aber mit. Uns mal alles an hier, ne? Schön in Ruhe. Ach ja, das war die eine Tür. Genau. Okay, so riesengroß ist das doch nicht. Ah doch, da hinten geht es noch weiter, ne? Da waren wir noch gar nicht in diesem Bereich hier. Siehst du, das wird ja immer mehr freigeschaltet. Nimm Schmitz. Man braucht ja alles, ne? Das ist es. Das brauchen wir nicht mehr. Kann ich ja hier so mitnehmen. Die waren ja so tot. Da kriegst du ja nichts, aber da können wir bestimmt was Leckeres kochen, ne? So ein bisschen Mais. So, zack, zack. Tja, und wir müssen auch langsam mal anfangen, um uns um die Base zu kümmern. Die Blutmondnacht-Base. Ich wollte mir da über so eine Mauer rum. Vielleicht diese Spikes noch davor. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und auf jeden Fall viel Holz für. Genau, das gibt ja auch Holz. Alles leer geplündert. Ja,
So ist das. Wir müssen überleben. Da ist der Müll versteckt. Nehme ich alles mit. Steine. Wir brauchen alles. Ne? Wir brauchen in dem Game, brauchst du alles. Um irgendwie weiterzukommen. Ist ja so viel bauen, echt. Was ist das denn jetzt hier? Überall noch so Gebäude, ne? Ich wollte gerade sagen, das sieht so verlassen aus. Was ist er denn? Hängt er da fest? Hallo? Ich hätte gerne eine Bestellung. Hä? Und wo kommst du denn? Von da. Draußen kommt der her. Alles durchsuchen. Kaffee gibt's, sehr gut. Und zwar auch immer bei uns tragen. Zack, zack. So, die Schränke sind offen. Der ist noch zu. Kühlbox. Ja, nehme ich mit Wasser. Wollte dich jetzt nicht stören. Sorry. Haben wir das jetzt alles hier gelootet? Ja, ne? Einmal durchgelootet. Oh, hier ist das Lager. Ich hab den nicht getroffen, ne? Warte. Jetzt treffe ich dich besser. Schon wieder einer draußen, ne? Verschlossen. Verwandte Wandtresor. Okay, guck mal gleich. Hier war ja nichts. Da ist verschlossen. Da ist ein Regal. Sehr gut. Nahrung. Wie können wir mit so einem Dietrichen machen, ne? Wir haben keine Dietriche. Wie lange würde das dauern? Oh, 2500. Ne. Das ist bestimmt so ein Geier hier, ne? 100 pro. Da ist er schon. Komm nur, Drecksgeier. Ha. Die haben die so ein bisschen leichter gemacht, ne? Ah ja, da gibt ja nur so verrottendes Fleisch. Ah, siehst du, das haben wir gar nicht gesehen. Okay, gehen wir nochmal nach oben gucken. Toastbrot. Ne, hier wollte ich gucken, genau. Da ging es ja weiter, aber dann glaube ich, ist auch die Ende hier, ne? Dürfte jetzt nicht mehr so viel sein. Hallo? Nein! Ich weiß, war so ein ungelegener Moment.
auch noch was. Trübes Wasser natürlich. Ein bisschen Dollars. Jetzt haben wir das auch schon mal gecheckt. Sehr gut. Wir müssen aber da hinten hin, ne? Diese Richtung. Ja, ich bin böse. Dann gehen wir hier mal looten. Ja, es lohnt sich voll hier, diese Mülltonnen, ne? Die halbe Stadt schon weggelootet. Danke. Für die Autos bräuchte man auch wiederum so ein anderes Werkzeug. Diesen Schraubschlüssel, ne? Damit hast du das meiste von denen rausgekriegt. Ich möchte gern hier raus. Ah, hier ist so ein Lebensmittelladen, ne? Genau, da gibt's genug Munition, wollte ich sagen. Genug Nahrung. Guck mal, wie viele da drin sind. Das machen wir aber nicht jetzt. Ja, wir haben jetzt erstmal genug. Wir haben Speck mit Ei, haben wir. Und letztens gemacht. Wir haben jetzt so ein bisschen... Schritte von denen, ne? Bist du nicht überall rein, echt? Jetzt haben wir hier so eine Tankstelle. Hier drin was? Früher gab es hier mal was an den Säulen, ne? Es gab natürlich Benzin. Mal gucken. Da haben wir es. Benzin. 235. Das werden wir auch irgendwann mal gebrauchen. Noch mehr Benzin. Sehr gut. Ja. Na komm her. Ein bisschen können wir ja. Ist aber gut. Das ist auch schon mal Benzin, sehr gut. Genau, wenn wir unser Motorrad haben oder unser Auto, irgendwann mal. Habt ihr auch was? Stadtbus. Okay, Benzin und Reparaturkits. Sehr gern gesehen in dieser Gegend. Da habe ich jetzt keine Lust. Ich glaube, wir könnten was essen, ne? Komm, einmal Speck mit Ei, bitte. Zieh dir das rein. Gesundheit geht hoch. Und das Leben, Hungeranzeige auch. Eis und Kohl, gibt es ja so lecker Eis? Ne. Da gibt es auch nichts. Da sind wir wieder raus. Das ist unsere Ecke, ne? Haben wir mal ein bisschen die andere Seite von unserem Gebiet gesehen. Die anderen Nachbarn mal kennengelernt. Sehr gut. Wie viel haben wir? 6 Uhr, ne? Ha! Wetter ist voll. Genau richtig. Sollen wir jetzt nochmal zum Händler gehen? Das war die Kiste, ne? Was ist, wenn ich das so hier lasse? Oder macht er dann alles weg, ne?
Ich mach das mal so. Erstmal. Oder? Ah, dann macht er alles, ne? Außer die Questgeschichte. So können wir das auch machen. Genau, Essen nehmen wir mit und trinken, haben wir gesagt. Und erstmal brauchen wir davon erstmal nichts. Das machen wir dann nachts sortieren. So, jetzt laufen wir mal kurz zum Händler. Das ist der, dieser gute Tee. Daraus machen wir den guten Tee. So, 6 Uhr. Ja. Dürfte machbar sein. Einmal schnell dahin. Und wir müssen noch das Fahrrad auch noch bauen, ne? Auch mal nicht immer so zu latschen. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Da waren wir ja schon ein paar Mal hier. Ja, ja. Ausdauer hast du gar nicht, ne? Was macht eigentlich so ein Wasser? Eine Flasche mit frischem Wasser. Naja, so frisch, wie es während der Apokalypse geht. Ah, Statistiken. 20 macht er hoch, ne? Okay, kann er sich ja eingeben. So. Den nehme ich mit. So. Genau. Und hier machen wir eine Pause, ne? Machen wir eine Pause und geht direkt gleich weiter. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.